Der Begriff Metroidvania klingt zunächst danach, als habe man zwei eigentlich doch sehr unterschiedliche Serien zusammengestöpselt. Ziehen wir in Metroid doch mit einer schwer gepanzerten Söldnerin durch ein Science-Fiction-Setting und stellen in Castlevania Vampiren und ihren Schergen nach. Hinter der Bezeichnung steckt auch kein Crossover oder ähnliches, sondern ein Designprinzip für Actionspiele, das sich am frühesten und am ausgeprägtesten in diesen beiden Serien gezeigt hat. Metroidvania oder manchmal anders zusammengestöpselt Castleroid bezeichnet klassisch 2D-Sidescroller mit Action- und Plattformer-Elementen, die auf eine nonlineare Erkundung setzen. Der Begriff stammt aus den 90ern und bezieht sich vor allem auf die damals aktuellen Titel der Serien, allerdings prägte Metroid diesen Typus Spiel schon deutlich früher. Gemeinsam haben die Serien jedoch einen inzwischen festen Genretitel geprägt, Metroidvania, selten auch andersherum zusammengestöpselt Castleroid genannt. Damit wird klassisch ein Genre bezeichnet, das 2D-Sidescroller-Shooter mit Plattformer-Elementen umfasst, die nonlinear erkundet werden können. Um die Ursprünge dieses Begriffs mal näher zu beleuchten, wollen wir vor allem die Anfänge der Reihen bis in die 90er etwas genauer anschauen und verfolgen, wie sehr ihr Gameplay auch bis heute noch Game Design prägt. In dieser Rolle hat übrigens Metroid leicht die Nase vorne, denn die Serie war von ihrem Start an exakt mit den prägenden Eigenheiten angelegt worden. Das erste Spiel der Reihe, einfach Metroid betitelt, erschien ab 1986 in Jahresabstand erst in Japan, dann in den USA und schließlich Europa und kombinierte die Grundformeln anderer Nintendo-Serien. Aus den Mario-Spielen wurden Plattformer-Elemente übernommen und von Zelda eine offene, erkundbare Welt. Das verschmolz man nun noch mit einer eher düsteren Science-Fiction-Welt und einem Shooter und spendierte dem Spiel einen Hauptcharakter in einem Exoskelett-Anzug. Der intergalaktische Kopfgeldjäger Samus Aran stellte sich dabei später als hochgewachsene, schlanke Blondine heraus und nicht als Mann, was sie zu der ersten Heldin in einem populären Videospiel machte, die bis heute ihren verdienten Ruhm genießt und in unserer Top 50 der coolen und sexy Frauen im Gaming auch auf Platz 31 landete. Und das, obwohl ihr letzter Auftritt schon wieder 2,5 Jahre her ist. In ihrem ersten Abenteuer tritt Samus Aran gegen Space Pirates an, die die namensgebende Spezies der Metroids als Biowaffen einsetzen wollen. Diese tödlichen, energieabsaugenden Parasiten handeln zwar nur ihrer Natur gemäß und sind nicht per se die Bösen der Serie, werden aber auch in anderen Teilen chronisch von Piraten oder gewissenlosen Forschern missbraucht, gezüchtet und mutiert und immer wenn man denkt, sie wurden ausgelöscht, tauchen irgendwo noch letzte Überlebende und Klone auf. Das Setting ist der Planet Cebes, dessen einzelne Regionen durch Aufzüge und Türen verbunden sind und zwischen denen wir uns frei bewegen können. Anders als in Sidescrollern der Zeit üblich, folgen wir nicht strikt einer Richtung, sondern können Bereiche immer wieder aufsuchen. Das ist auch durchaus sinnig, denn die Besonderheit der Serie und später auch des danach benannten Genres ist die nur durch die Eigenschaften unseres Charakters eingeschränkte Erkundung. Zu Beginn kann Samus hüpfen und hat in ihrem Anzug eine einzelne Waffe eingebaut. Mit der Zeit findet sie jedoch unter anderem durch Besiegen von Gegnern immer mehr Power-Ups. Die ermöglichen es ihr, vorher unüberwindbare Hindernisse zu bezwingen. So ermöglicht das Morph-Ball-Power-Up, ihren Anzug zu einer Kugel zu komprimieren und damit durch enge Passagen zu rollen und neue Gebiete zu erreichen. Mit jeder neuen Verbesserung lohnt es sich also, nochmal die bekannten Gebiete abzulaufen und neue Zugänge zu nutzen. Die Castlevania-Serie hingegen startete zunächst linear. Der erste Titel der Reihe schickte 1986 den Vampirjäger Simon Belmont in Draculas Schloss, um diesen und seine Schergen mit einer magischen Peitsche und verschiedenen, durch das Töten von Gegnern aufladbaren, anderen Waffen zu erledigen. Das Schloss war jedoch noch linear aufgebaut und so schlug sich Simon stringent von einem Level zum nächsten vor. Noch im selben Jahr erschien allerdings mit dem Nachfolger Castlevania Vampire Killer die erste Abweichung von diesem Konzept und bot eine freiere Erkundung, die im dritten Titel Simon's Quest noch großzügig um Rollenspielelemente mit Händlern und Weltkarte erweitert wurde. Die folgenden Spiele lehnten sich jedoch wieder mehr an den ersten Teil an, auch wenn sie teilweise Verzweigungen boten. Die wirklich freie Erkundung sollte jedoch erst 1997 in Castlevania Symphony of the Night wieder ihren großen Auftritt feiern. Hier zeigt sich auch derselbe Grundgedanke wie in der Metroid-Serie. Der Hauptcharakter, Halbvampir Alucard, erhält durch Relikte mit der Zeit neue Kräfte, die ihm zum Beispiel erlauben, höher zu springen und so durch die Plattformer-Elemente des Sidescrollers neue Regionen zu erreichen, deren Zugänge vorher zu hoch lagen. Symphony of the Night ist damit der Teil der Serie, der am stärksten den Genrebegriff geprägt hat, während bei Metroid in der Regel Super Metroid von 1994 herangezogen wird, das dritte Spiel der Serie und für einige Jahre auch erstmal das letzte. Beide Titel haben im internationalen Vergleich Höchstwertungen jenseits der 90 erhalten und sind auf zahlreichen Bestenlisten vertreten, auch wenn Symphony of the Night bei Veröffentlichung zunächst gar nicht so erfolgreich war.
Der Reiz, versteckte Bereiche zu finden und beständig etwas Neues freizuschalten, sowie die Herausforderung von Speedruns, sobald man wusste, wo sich welches Upgrade befand oder wie man vielleicht mit einem Trick die Voraussetzung zum Öffnen eines Durchgangs umgehen konnte, haben die Titel jedoch zu Dauerbrennern werden lassen. Das Prinzip ist mittlerweile oft kopiert worden. Gerade in der Indie-Szene ist das Genre bis heute ausgesprochen beliebt, unter anderem da die Qualität nicht von Millionen in die Grafik versenkten Dollar, sondern von der Kreativität der Entwickler abhängt. In den letzten Jahren sind so einige Metroidvania-Titel erschienen, wie Insanely Twisted Shadow Planet, Dust in Elysian Tale oder Guacamelee. Obwohl wir hier einmal einen Science-Fiction-Titel, Fantasy und die Geschichte eines mexikanischen Wrestlers als Storybasis haben, zeichnen sich alle drei Games durch die nonlineare Erkundung und die Jump'n'Run-Elemente von Metroidvania aus und zeigen gleichzeitig, wie man auf Basis eines alterslosen Konzeptes schräge und frische Designideen einbringen kann. Dabei hat sich jedoch herauskristallisiert, dass die Erkundung durch vier generelle Hindernisse aufgehalten und schließlich überwunden werden kann. Abschnitte mit Zugängen auf Plattformen, die durch mangelnde Sprunghöhe oder ihre ungünstige Lage zunächst nicht erreicht werden können. Gefährliche Umgebungen, die Schaden verteilen, bis man sich gegen sie rüsten kann. Nur mit speziellen Waffen zerstörbare Barrieren. Und Durchgänge, für die man andernorts eine Kontrolle finden oder ein Rätsel lösen muss. Allerdings ist das Metroidvania-Konzept nicht nur auf die inzwischen größtenteils in die Indie-Szene verschwundenen Sidescroller beschränkt. Auch große Titel bedienen sich der Grundidee einer frei erkundbaren Welt, in der Upgrades erst neue Orte oder weitere Gadgets zugänglich machen. Ein Paradebeispiel dafür sind die Batman Arkham-Spiele. Der dunkle Ritter muss sich mit Glidecape und Bettseil auf der Vertikalität stellen, eine wichtige Voraussetzung für das Genre, und kann mit der Zeit durch neue Gadgets zusätzliche Bewegungsmöglichkeiten freischalten. So kann er mit dem Line-Launcher horizontal durch Ruinen und sogar um die Ecke gleiten und so vorher unerreichbare Passagen ansteuern. Im zweiten Spiel können Strahlen von heißem Dampf durch Eisbomben eingefroren werden und so den Durchgang freimachen. Erhöht liegende Barrieren können erst mit einem speziellen Wurfhaken eingerissen werden und zu guter Letzt gibt es eine ganze Reihe Rätsel zu verschlossenen Türen oder elektrifizierten Bodenplatten, für die ein Batarang geschickt an eine andere Stelle gesteuert werden muss, was erst mit dem richtigen Gadget funktionieren will. Alle vier Hinderniselemente eines Metroidvania sind damit auch in Gotham vertreten und verraten, von wem sich die Designer haben inspirieren lassen. Batman tritt also im Grunde trotz des auf den ersten Blick vollkommen unterschiedlichen Genres in dieselben Fußstapfen wie Samus Aran oder Castlevanias Vampirjäger.